Wie geht's weiter, liebe Gemeinde? Das beschäftigt uns beinahe jeden Tag. Geht es nach Corona weiter wie zuvor? Auf bestimmte Art wünschen sich das wohl die meisten von uns, zumindest was den Wohlstand und die Sicherheiten des alltäglichen Lebens angeht. Was ist mit all den Dingen, die im Moment nicht stattfinden können? An diesem Sonntag wären wir zum Maikränzchen im Stadion gewesen. Fast jedes Jahr findet dort das Sportfest in Leutershausen statt. Und es ist immer wieder ein feines Zeichen für ein gutes Miteinander. Das wollen wir nicht vergessen, auch wenn es jetzt ausfallen muss. Und während wir ab nächster Woche, wenn auch sehr eingeschränkt, wieder Gottesdienste hier in der Kirche feiern können, ist an gemeinsamen Sport zurzeit leider noch nicht zu denken. Dass unser Miteinander gut gelingt, liegt auch daran, dass wir wichtige Themen haben, die uns verbinden. Zum Beispiel ist da der Teamgeist, den eine Gemeinde genauso braucht wie eine Sportmannschaft. Und auch die Fairness und die Motivation, Herausforderungen anzunehmen und Anstrengungen gerne aufzubringen. Sozusagen ein fairer Kampf für ein gutes Ziel. Und dann erinnert uns Christen der Sport ganz grundsätzlich daran, dass der Körper, den Gott uns gegeben hat, nicht vernachlässigt werden soll, weil er etwas Wichtiges und Gutes ist. Paulus sagt, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und in der richtigen Dosis hält Sport uns auch leiblich in Schwung und gesund. Überhaupt ist das ja erstaunlich, wenn man einmal sieht, wie sich die Zellen unseres Körpers beständig erneuern. Erneuerung scheint ein Programm Gottes für uns zu sein. Und wie ist das mit unserem inneren Menschen? Mit den kleinen und großen Schäden des Alltags? Mit dem Streit, den Enttäuschungen und den Verletzungen, die unserer Seele wehtun? Davon ist ja jetzt auch viel die Rede, wenn die Menschen viel mehr als gewohnt auf engem Raum zusammen sein müssen. Da kommen schnell zwei Worte zu einer gefährlichen Kombination zusammen. Die Worte du und immer. Das kann übertrieben sein, ganz klar. Aber manchmal bleibt die Frage in einem hängen, warum mache ich das so? Was bringt mich dazu, so zu sein? Kann ich mich doch noch ändern? Ja, unbedingt, sagt dazu unser Wochenspruch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was bedeutet in dem Zusammenhang eigentlich in Christus sein? Wie kann man das verstehen? Manche übersetzen das mit zu Christus gehören. Aber wir spüren schon, das in Christus sein ist irgendwie noch enger, noch näher. Ich möchte es mit einem sportlichen Vergleich ausdrücken. Christus will für dich und deinen inneren Menschen der Trainer sein und der Physiotherapeut und der Arzt, der deine inneren Verletzungen heilt und der, der dir einen guten Plan für deinen neuen Weg aufstellt. Vielleicht denkt ihr jetzt, klingt schon toll so, aber es ist so ähnlich wie beim Sport. Ich weiß, es ist gut und ich will es machen und ich habe es auch schon ein paar Mal probiert. Nur die Rückfallquote ist zu hoch. Und ich fange schon gar nicht mehr an, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich weiß nicht, ob das mit mir noch was wird. Den Gedanken kenne ich auch. Aber zwei Dinge solltest du wissen. Für dein schlechtes Gewissen ist Jesus Christus nun wirklich der beste Ansprechpartner. Mit ihm kannst du alles klären und bereinigen. Und in der Gemeinschaft mit anderen ist es leichter, sich zu verändern und Schritte in eine neue Richtung zu gehen. Da kann einer den anderen motivieren und mitnehmen. Das gilt nicht nur für den Sportverein, sondern auch für die Kirchengemeinde. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du machst alles neu, auch mich.
Gib mir die Kraft und den Mut, neu anzufangen, mich von dir innerlich erneuern zu lassen. Und zeige mir jemand, dem ich vertrauen kann und der mit mir gemeinsam auf dem Weg ist, damit es mir leichter fällt, dabei zu bleiben, leichter als aufzugeben. Ich weiß nicht, wie es mit Corona und nach Corona bei mir weitergeht. Aber ich vertraue darauf, dass du mich begleitest und mir gute Wege zeigst. Schenke mir Frieden ins Herz, wenn ich mit dir neue Wege gehe. Ich bitte dich für die Menschen, die krank sind, dass die Krankheit leicht verläuft und sie schnell wieder gesund werden. Die, die schwer betroffen sind, befehle ich dir an. Gib, dass die Ärzte gute Behandlungsmethoden und hilfreiche Medikamente finden. Lass sie Entscheidungen treffen, die Leben retten. Gib allen in der Forschung, der Medizin und der Pflege Kraft für die schweren Herausforderungen, in denen sie stehen, und beschütze sie. Gib uns ein offenes Herz füreinander und die Bereitschaft, einander zu vergeben. Wir danken dir, dass du unser Gebet um Regen erhört hast und bitten dich, gib noch mehr und ausreichend Regen für unser Land. Mach uns bereit, den Segen, den du uns schenkst, dankbar zu empfangen und gerne zu teilen. Amen. Lass uns beten, wie unser Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.